Ahoi Leute, und willkommen zum nächsten Mal vom Titan Quest Multiplayer Play mit dem Fischi, den Dojos und mir. Wir haben gerade den Weg freigeräumt und sind jetzt hier in der Höhle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ja, dann hoffen wir mal, dass hier uns Schätze erwarten. Style like Deutsche Bank, wir machen den Weg frei. Ich glaube nicht den Part. Nein. Wahrscheinlich schon. Nein, eher nicht. Dann müssen Weißt wir den du. ganzen Part den Weg frei machen. Machen wir doch. Machen wir immer. Dazu Los, fiel mir Bolzenfalle, do your work. schlechtestes Ding überhaupt. Dafür fiel mir ein richtig geiles Thumbnail ein. Was? Für das mit dem Bier machen den Weg frei. Seh ich nicht. Muss ja nicht. Das war wieder so Nazi-Kram. Nein, nein. Wir machen den Weg frei. Wieso ist hier jemand? Ich bleib weg. Gehe nicht hinein. Er ist verrückt geworden. Er gehorcht mir nicht. Tschüss. Wir müssen hier drinnen was töten, oder? Ja. Den da. Ach, erzähl. Was Sachen, wa? Ich habe ihn übrigens eingefroren. Der ist irgendwie nicht stark. Hazy Zunab F. Der macht aber gut Damage. Ging schon, ne? Da wir ein bisschen was freigeräumt haben, haben wir auch noch ein paar neue Items gekriegt, da bin ich wirklich viel, ein bisschen Geld, bla bla. Einmal Götterblut habe ich noch bekommen und ja. Das übliche bla bla halt. Wir tun gerade die Zähne weh. Er ist tot, oder? Ich hatte gehofft, ich könnte ihn gegen die Monster einsetzen. Was Gutes. Sorry, wir... Wieso? Na? Wieso haben wir keine Aufgabe abgeschlossen gekriegt? Nicht Portzeit. Ich will mal Questlog L drücken. Nach Tari sollen wir das zurücknehmen, die News. Ist das bitte des Hohepriesters? Ja, wir sollen in die alte Stadt wieder zurückgehen, dann. Ist das von Mr. Bruder oder Bitte deines Hohepriesters? Mr. Bruder. Okay. Ich find's geil, dass sie immer stehen bleiben für immer. Wenn du hier in 2 Jahren wieder hingehst, dann steht er hier immer noch. Was? Dem gefällt's hier, der hat sich eingelebt. Ja. Integration, Grafiker. Integration, was für euch. Dann gehen wir nach unten und verprügeln hier ein paar Skelette, würde ich sagen. Denn Skelette sind OP. Weißt du, was schlimm ist? Ich. Wenn ein Bekannter eine Arbeitskollegin hat, die total geil ist und er einfach so homo ist, dass er sich nicht an sie ranmacht. Obwohl er nicht homo ist. Und sie okay, ist gehen wir jetzt noch da um, dass... Das ist so mies, das ist so mies. Das ist also so eine Verschwendung für die Männer. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Grund, aber kein Hindernis. Heute auf der Arbeit hängt es doch wieder diskutiert. Oh, Knochenhaufen. Wartest du bitte kurz? Da prügel ich hier nur ein paar Zombies. Okay, ich auch. Ist ein Käfer, aber sag ich dir nicht. Oh, ja. Übrigens, ich habe was gefunden, womit ich Freddy ein bisschen ärgern kann. Du meinst dein Zuschauer, also Jörg. Jetzt hör damit auf, das ist erstmal nicht cool, das ist einfach nur nervig. Ne, ich weiß. Hier ist der Weg nach Fahrjum, ich glaube, hier müssen wir weiter oder so, oder? Ja. Ja, wir müssen doch erstmal zu dieser Palme da gehen, hä? Ich verstehe das, ich verstehe das Spiel hier nicht. Ich auch nicht. Meine Maus hängt gerade, Moment. Jetzt geht's wieder. Schlimmsten ist halt echt, dass die Viecher einem Götterblut droppen. Ja, vor allem, weil es Götter sind. Klar. Best Game ever. Please more. Er ist Kirschengott. Aber Skarabäus-Viecher waren irgendwie so Götter in Ägypten, so ein bisschen. Katzen waren Götter. Wirklich? Und ich meine, ja. Und ich meine, das kann ich verstehen. Ich meine, das sind Katzen.
Elgato ist bei ja, ist ja. Elgato, sie pflegen die Mexikaner ins Haus bei Katzen haben müssen. Wir können uns dann direkt zurückporten, ne? Ja, die Frage ist nur, warum du gerade das Wurfmesser hingeworfen hast. Hier öfters. Müssen wir jetzt erst durch dieses andere Ding da durchgehen? Weiß nicht, wir Ich können habe jetzt mich glaube gerade ich nach erstmal Gizeh hier. geportet, ups. Ich glaube ja noch Gizeh, in der NPC waren wir doch, ne? Ja. Ich bin halt beim fast geportet. Ich wollte mich auch zuerst nach Gizeh porten, weißt du, das letzte, wo wir waren, aber Ja, das ist mir genau. gefallen. Und weil es so gewohnt ist, dass man sich nicht durch die großen Portale portiert, sondern durch die kleinen. Das müsste der hier sein. Es war eine Sie. Das ist der Hohepriester. Oh, danke. Essenz von Genau wie ich Ujjat befürchtet des hatte. Herodos. Okay, man muss einfach nur mit dem Hohepriester da oben reden. Das ist eine Sehr Essenz. gut. Und jetzt bringt. Hier. Und dann können wir erstmal zum Händler gehen jetzt, würde ich sagen. Ja. Und danach müssen wir dann, ich glaube nach Fayum müssen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen durch dieses große Tor dann gleich gehen. Ich habe keine Zeit zum Oder Helms Gut, Plaudern. aber Ich bin zu Intelligenz, scheiß. beschäftigt. Ich nehme an, du möchtest etwas, das ausverkauft ist. Oh, natürlich. Was? Er meinte gerade, du möchtest sicher etwas, das ausverkauft ist. Das hat er mir auch oft. Ja, Ob ich das gar nicht alles will. andere macht keinen Spaß. Vor allem diese guten Ringe, die man bekommt, sind einfach so kompletter Scheiß. Ja. Ich gehe mal kurz Tschüss noch zum dann. Karawanenhändler. Ich auch. Guten Tag! Hi. Wir haben noch eine Essenz fertig. Schon wieder. Hier ist 4 spricht drei Materie und dreimal Götterblut, Wir dreimal haben jetzt noch was Götterblut. fertig. Alter, wir haben richtig viel fertig. Einen Also ich guten weiß Tag nicht, wo, wünsche ich dir noch. was mit Fayum ist, ob wir jetzt da weiter müssen oder nicht, weil Was ist jetzt erstmal unsere das. Quest? Unsere Hauptquest ist momentan, wir sollen zu dieser Palme, also es gibt ja diese Palme und nach Ja, Gizeh. wo ist denn die Palme? Ja, hier geht's lang, Tor zur Palme, wo ich gerade bin. Hier, also da zum Tor von Gizeh, da müssen wir einfach links lang dann, weil da waren ja so zwei Tore, wo sich der Weg spaltet. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Warte. Guck auf der Karte. Ja, und jetzt ja, hoch, 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 Ich sehe doch, wo links. du bist. Ich weiß. Und hier müssen wir jetzt durch. Tor Das ist zur unsere Palme. Hauptquest. Ja, dann lass uns erstmal die Hauptquest fertig machen. Dann gucken, wo wir lang müssen. Keine Hast du Ahnung, ob wir welche hier oder da Viertel? lang müssen. Ich finde die toll. Da denke ich immer, da geht es irgendwo lang, da geht es halt doch nicht lang. Man hört übrigens schön meinen Mausklicken. Ja, das ist auch gut so. Wüstenland. Ich wollte aber ein Viertel bleiben. Gorpus, was ist das für ein Missgeburt? Ja, ein Skorpionmenschen. Ach, erzähl kein. Ja, warum fragst du ihn? Das war eine rhetorische Frage. Dann tu es nicht. Oh Gott. Ja, ich komme nicht raus. Alter, dein Ernst? Ich komme hier nicht raus. Ach klar, man kann. Freddy, komm mal her. Guck mal. Also es ist logisch, dass man nicht durch diese Lücke gehen kann. Ich meine, die ist viel zu klein. Ja, ist das so? Ich meine, ich würde auch nicht durchkommen. Nee, ich bin auch so fett, Alter. Mein Charakter hat einfach so zugenommen. Ich bin so fett. Warte, ich muss die Frau spielen. Ja, lieb mich nicht, weil ich so fett. Ja, stimmt wirklich. Verpiss dich bitte. Nee. Nämlich habe ich so eine richtig nützliche Falle. Ja, die ist todesgut, ey. Bestes, was wir je gesehen haben, glaube, ich skill jetzt nur ist. noch. Ja, dann könnte sie sogar gut sein, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Boah, ich bin doch fast gestorben. Merke ich gerade. Denkst du, warst du es Ich fast hab's gar nicht tot? gemerkt. Gut, dass ich mich selbst heilen kann. Alter, wie. Nee. So viele Skorpione. Ich liebe Spiele, die offen sind, so wie Sacred, aber ich hasse Spiele, die so verwirrend offen sind, wo man nie weiß, wo man hin muss. Ich Weißt du, hasse das so. mal so, dann denkt man sich so, ah, scheiße, lass da noch nicht reingehen, ich glaube, da verpasse ich was. Und dann geht man den Rest einfach kompletter Scheiß.
Ja, das ist, weil das Gebiet hier linear ist. Ich bin übrigens nach unten gegangen, gut auch. Und bei Sacred war es einfach so, jedes Gebiet war komplett offen. Es gab nirgendwo irgendwie mal einen vorgegebenen Weg. Du konntest lang gehen, wo du wolltest. Wenn du da noch nicht lang solltest, kamen zu starke Gegner, die haben dich kalt gemacht. Ja. Übrigens, was ich auch ein bisschen behindert finde. Ich meine, so ein Minotaur ist irgendwie so übertrieben stark und Level 2 oder so. Und dann kommt da so später so ein Typ im ganz normalen Schwert zu Level 100 und tötet dich One-Hit. Also Minotaur ist todesstark, Level 2, und dann kommt irgendwann so ein Typ. Level ja, ich meine, auf Level 2 ist der Minotaur so richtig so stark und so, okay. Kannst du, also, der ist halt ein starker Gegner. Und dann 5 Level später so ist er komplett leicht. Und so ein ganz normaler Gegner mit einem Schwert, der ist dann halt einfach so scheiße. Naja, weil er die gleiche Rüstung eventuell hat. Also ich übersetze mir das immer so mit Rüstungswerten und so weiter. Ja, aber jetzt zum Beispiel Minotaur ist ein riesiges Monster und stark und OP und ein Mensch ist nicht so cool. Ein Mensch kann aber nachdenken. Ja, Menschen sind im Spiel eigentlich immer die stärkeren Gegner als Viecher. Naja, Dämonen sind immer stärker. Ja gut, Dämonen sind ja auch Dämonen. Sie sind Menschen, die zu Tieren werden. Ich hab dir auch vergessen. Das sind keine Dämonen. Dämonen sind was anderes. Naja, aber Dämonen sind Menschen, die tierische Kräfte haben teilweise. Halt stark und fair und so weiter. Aber, Dämonen sind einfach nur teuflische Kräfte. Ja, sie sind super stark und so weiter. Sie sind einfach OP-Noobs. Du brauchst mehr Energie. Nein, nicht schon wieder... Was? Das fand ich in Sacred besser, dass du nicht dauernd unnötigen Heiltrank trinken konntest. Wenn man voll ist, ne? Ja, genau. Und hier kann man das trotzdem. Ich habe jetzt gerade schon den dritten unnötigen Heiltrank getrunken. Ich habe das hier ja noch gar nicht gesagt. Meine Mikrofonqualität ist anders. Du hast es gesagt. Ernsthaft? Was war da für ein grünes Zeug? Eine Rüstung. Aber die ist scheiße. Aber Alter, die hat 100%, die hat eine 98% Gesundheitsregeneration und 50% Energieregeneration, haben nur 52 Rüstung. Ich kann die Dinger nicht aufmachen. Zeig mal her, bitte. Die ist wahrscheinlich immer noch besser als meine Rüstung. Moment mal, erstmal ein bisschen Gold sammeln. Dann kannst du mir das andere nehmen. Hier. Ja, danke. Hier bist du mal Wolfsklaue, zweimal Götterblut, einmal Giftsack und einmal Mechanikteile. Moment. 52 Rüstung hat mehr Rüstung als meine. Dein Ernst? Theoretisch, meine Rüstung macht plus 16 Rüstung. Achso. Und dann habe ich nochmal plus 14 Rüstung durch Wildschweinhaut. Läuft bei dir, würde ich sagen. Läuft bei dir, Kee. Kee. Passa. Irgendwie lagst du gerade so ein bisschen hier durch die Gegend. Ja, die Internetverbindung ist, glaube ich, gerade nicht so gut. Du lagst auch so ein bisschen. Sorry, dass ich lebe. Jetzt nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Ja. Man muss einfach nur ein bisschen kämpfen. Wenn man zu lange nicht kämpft, dann lag das Spiel. War wahrscheinlich, dass deine oder meine Internetverbindung ein bisschen down war. Nein, ich glaube, es war einfach, weil das Spiel. War das Spiel leicht, wenn man nicht lange genug kämpft. Wahrscheinlich. Wieso sollte ich? Weil du mitten in der Giftwolke stehst. YOLO. Bin ich tot? Nein. Nein, weil ich dich geheilt habe zwischendurch. Hätte so ein Heil trainieren können. Das wäre dasselbe. Ja, aber trotzdem, ich hätte sie einfach nehmen können. Gut, ich heile dich nicht mehr, tschüss. Ciao. Guter Healer auf jeden Fall. Ja, am schlimmsten sind so Feuerskills, die machen nämlich gar keinen Schaden, außer halt meinen normalen Schaden. Weil ich habe ja wenigstens noch ein bisschen Feuerschaden. Das ist übrigens noch eine unbeugsame Haube, aber ich will die gar nicht haben. Ich weiß, ich konnte sie nicht aufsammeln. Ich will sie nicht aufsammeln. Ich hab Hunger. Achso, nicht. Doch. Gehst du erstmal ein Milka Schokoladenei? Könnte ich jetzt auch. Ich hab's gemacht. Sind das nicht die Dinger mit Cremefüllung, die man auslöffeln soll? Nein, das ist ganz normale Alpenmilch. Achso, okay, ich hab grad eine Packung Lind Kant Eier gegessen. Die sind übrigens sehr schmackhaft. Schmackhaft. Ich finde die jetzt nicht so geil, dass ich von Lind kaufen müsste. Muss ich ehrlich zugeben, so geil sind sie nicht. Kauf die von Lind. Für jedes gekaufte Lind-Produkt kriegen wir 30 Euro Profit. Das wäre schön. Dann würde ich Werbung machen. Nein, würde ich nicht. Würdest du nicht. Ich schon. Ja, du verkaufst dich auch für Geld. Du bist eine Hure. Ich bin eine Hure, ich brenne. Das fiel mir jetzt auch gerade ein.
Hier wäre cool, wenn du Lust hast. Hm? Hier wäre ganz cool. Danke. Ich bin langsam ein bisschen schneller mit dem Heal. Einfach nur noch draufdrücken und passt schon. Ich habe Riesenskorpione gefunden. Mehrere Riesenskorpione. Ist der gut? Nee. Geht so, er macht Schaden. Ich liebe es, wenn du sie aus dem Radius, wo ich hinschieße, rausziehst. Dann denke ich mir immer so, ciao, Gott, tschüss, ich gehe woanders anders hin. Oh, so wieder so ein riesiges Gebiet. Wollen wir erstmal das Handwerksviertel nicht erkunden? Nein, wir erkunden erstmal dieses riesige Gebiet. Aber im Handwerksviertel sieht es nicht so groß aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir hin müssen. Ich auch nicht. Marcel hatte mal links noch einen Map-Marker, wo man hin musste. Oder? Ja, du gehst gerade falsch. Hier oben geht's auch weiter. Ja? Ja, in einen Raum, den du sonst mitgekriegt hättest. Den ich auch nicht von hier sehen kann. Nein. Mensch, der Raum hat bestimmt Spaß gemacht. Ja, der war echt toll. Das hat man aber nur erlebt, wenn man drin war. Man kommt hier nicht raus, oder? Nein. Wir müssen wahrscheinlich einmal komplett außen rum gehen, um... Ja. Please no like. Ciao. Tschüss. Das glaube ich. Wie lange wir noch haben? 10? Ich hasse es, mit meiner linken Hand zu entsperren. Sieht man, du läufst gegen eine Wand. Ja, ich hab einfach meine 10? Rechte Hand das immer sperren genommen. 3,5 Minuten noch etwa. Wow, das ist wenig. Geht voll, wir haben ziemlich viel geschafft. Eine Quest? Ja, aber dafür haben wir ziemlich viele Leute getötet. Alter. Das ist hier ein bisschen zu viel. Alter! Ich habe schon 2 Schocks reingehauen, sie müssten gleich tot sein. Alter, wieso folgen die alle dir? Dumme Wichser. Los, Bolzenfalle! Do your work! Die können auch anstürmen! Ja, dann lauf doch nicht so weit weg, Alter! Ja, was soll ich denn machen? Die sind nicht so stark! Ach so, ja, ich bin nur fast instant gestorben, als mich alle angegriffen haben. Alter, du bist der Typ mit der Rüstung. Ich halt mehr aus als du? Ja, du hast mehr Resistenz, mehr Stamina. Danke. So. Gut, übersehe den Knochenhaufen, übersehe die Kiste. Ja, lass ich dir, weil du mich heilst. Hier, ich habe das Gegner mitgebracht. Bring her. Ja, viel Spaß. Es ist einer. Oh, es sind ein paar mehr. Oh, die sind gerade bei mir einfach so entstanden. Party, wie kriegt man Kinder? Ja, die entstehen einfach. Ich glaube, ich weiß, wie ich mein Kind später mal Sex erklären werde. Nee. Wie funktioniert das? Das geht schon. Oh, ich habe kolossale Menschenbestien gefunden. Hilfe. Ich bin wo ganz anders als du. Komm her. Wo ganz anders? Du bist einfach nur nach links. Rechts, meine ich. Ach, nicht schon wieder. Die sind aber 27, die machen ganz schön Schaden. Langsam sind wir nicht mehr so übertrieben überlevelt wie vorher. Bisschen wie eher so. Ja, okay, das ist so der gute Level hier. Ja, langsam fängt es wieder an, sinnvoll zu sein. Oder es liegt einfach nur daran, dass die Gorpus-Teile so wie die Schildkröten in Ägypten waren. Die Schildkröten waren ja einfach überhaupt nicht. Alter. Die Schildkröten hatten total viel Rüstung und total viel Angriff und die Dinger haben einfach nur ein bisschen Angriff. Du brauchst mehr Energie. Die haben auch ziemlich viel Rüstung, die halten ziemlich viel aus. Finde ich jetzt nicht. Wir haben gerade mindestens 10 Sekunden auf einen eingekloppt, wir beide. Ja, auf die Schildkröten haben wir normalerweise so 2 Minuten eingekloppt, bis eine tot war. Ach so, genau. Ich hasse die Schildkröten über alles, Alter. Hoffentlich kommen die nochmal. Da vorne ist ein Brunnen, wollen wir da noch schnell hinlaufen? Nein, wir machen doch eh gleich weiter. Ja, aber trotzdem können wir schon mal den Brunnen aktivieren. Okay. Der direkt hier vorne ist. Shotgun meiner. Shotgun. Alter, meine Maus. Ich glaube, ich hole mir die G700S. Ja, die ich habe, nur in S-Variante. Ja, genau. Was eigentlich genau das gleiche ist wie die normale, nur halt neue. Ja, wir müssen bestimmt durchkommen. Ich weiß, mit Timer klingelt noch nicht. Okay. Wir haben das Gebiet ist hier erkundet. Oh, leck das. Los, Falle, do your work. Todesschlag. Oh, der tötet so einen kleinen Gegner instant. Siehst du, die halten nichts aus. Ja, die normalen nicht, aber die großen schwarzen. Habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt hat mein Timer geklingelt.
Okay. Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und tschüss. Tschüss.